Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier schaut. Mahlzeit. Wir sind mal wieder beim Sebastian. Und heute geht es sich um den AK-Abschäumer, um den, wie heißt er nochmal kurz, da vorne steht's, ACS 180. The big one. The big one, genau. Eigentlich viel zu groß für dein Becken. Ne? Passt so gerade rein. Ja. Und der läuft auch nur auf der untersten Stufe, also mit der Ansaugung. Mhm. Und leistet seine Arbeit. Läuft jetzt ein halbes Jahr, ne? Ja. Halbes Jahr. Und wie ihr seht, wir haben ihn mal total dreckig gelassen. Das ist Absicht. Er hat sich gerade schon gesträubt. Kannst doch nicht machen. Ich sag, doch. Genau das wollte ich nämlich eigentlich mal zeigen, wie er aussieht, wenn er tatsächlich nach einem halben Jahr, also du hast ihn auch noch nicht rausgeholt, noch nicht gereinigt oder so. Nee, nur den Topf. Nur den Topf. Ja, ja. Also sprich, alles andere, was jetzt hier unten drin ist und zu sehen ist, ist 1A-Ablagerung von 6 Monaten. Ja, das ist nicht wenig. Das ist tatsächlich nicht wenig. Also vom Absorbat her, gucken wir mal, ob ich das ein kleines bisschen hier gedreht kriege. Also ist der schon schön tief? Ja, dunkel. Ich habe aber am Samstag, also vor 3 Tagen, den Topf sauber gemacht und davor fast 3 Wochen nicht. 3 Wochen? 3 Wochen. Ja, okay, du hast ja auch gerade gesagt, du hast einen relativ niedrig stehen von der. Ja. Also sprich, Schaumlevel ist wahrscheinlich nicht hier auf der Höhe, sondern noch etwas tiefer. Nee, auf der Höhe ist es. Auf der Höhe ist es. Ja, aber was will der auch großartig noch bei mir rausziehen? Ne? Also, ist nichts? Nee. Was fährst du jetzt für Werte? Aktuell liegen wir. Jetzt so nach der Katastrophe mit dem Phosphat. Ja, wir messen ja gleich nochmal, aber am Freitag war der Phosphat, lag der bei 0,8. 0,7, 0,8. Ja, KH schwankt aktuell immer noch ein bisschen hin und her, auch so zwischen 7,3 und 7,8. So. Okay. Ja, aber gut. Das macht jetzt irgendwie nichts aus. Ne? Und Nitrat liegen wir auch durchgängig bei 10. Ja, das ist also optimal. Also ich kann mich absolut nicht beschweren, also was die Werte angeht. Klar, gut, der KH schwankt so ein bisschen hin und her. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Hm. Der Phosphat, ja, der hat sich ja mittlerweile gefangen. Der ist ja momentan wieder mal dann in einem akzeptablen Bereich. Ja, aber da sind wir ja jetzt da, wo wir hin. Genau. Gut, dann gucken wir uns das gute Stück mal an, wie es generell aussieht. Das ist nämlich Sinn und Zweck der Sache, warum ich den hab dreckig gelassen. Und wie es generell aussieht, so neuralgische Stellen mal begutachten, wie zum Beispiel eine Luftansaugdüse, die ich mir dann von innen mal anschauen möchte. Und da machen wir gleich noch separate Fotos zu, die werde ich, bevor wir die reinigen, nochmal abfotografieren. Und tatsächlich sind hier drin nur leichte Ablagerungen drin. Also wir haben einen sehr, sehr großen Bereich, den man reinigen kann, aber tatsächlich nicht muss. Andere Abschäumer müssen da öfters gereinigt werden, um ein besseres Ergebnis zu kriegen, ist hier tatsächlich nicht notwendig. Was auch wirklich nennenswert ist, ist, dass der tatsächlich dann jetzt mittlerweile halt auch lang genug läuft, eingelaufen ist und eben auch leise. Du hörst ihn nicht? Nein. Sehr schön. Das ist ja auch der Grund gewesen, warum wir hingegangen sind und einen anderen Abschäumer genommen haben. Wir hatten vorher den Bubble Magus da drin gehabt. Ja. War das der C5? Ja, nee, C3. C3? Ja, meine ich. Das war ein Kühlschrank. Also man kam hier in den Flur rein und hast das Ding schon gehört. Und das ist natürlich eine Sache, wenn das Becken direkt neben einem Schlafzimmer steht mit der offenen Tür, da kann man dann irgendwann nicht vernünftig pennen. Ja, der hier hat sein Ding gemacht oder macht sein Ding, so wie es sein soll. Ja. Stimmt also jetzt von Akustik. Also so. Für mich als Laien, ne, und Anfänger, was auch immer, ist absolut empfehlenswert, insbesondere weil der Aufbau auch super einfach ist. Die Einstellung, also geht gut. Also Wasserstand lässt sich gut regulieren. Genau das. Ja, ja, ich habe es ja jetzt tatsächlich mit dem Thorsten gehabt. Der hat ja den NiOS gehabt. Ich möchte aber noch dazu sagen, dass klar, der lässt sich super einstellen, aber gerade beim Einstellen merkt man einfach, was für einen Dampf das Ding hat. Ne? Und okay, der ist ja auch eigentlich viel zu groß. Das ist vierfache am Volumen ausgelegt. Aber da haben wir jetzt natürlich den richtigen Abschäumer für
die Zukunftsplanung, die momentan noch nicht hundertprozentig feststeht, aber es wird geliebäugelt. Jetzt doch, nachdem wir uns dann vor ein paar Wochen eigentlich wieder dagegen entschieden haben. Erst hat er mir gesagt, hier, pass auf, was würdest du lieber nehmen, Amatus XS oder ein 50 Liter Cube? Na, lass uns lieber anders anfangen. So, meine Tochter kommt jetzt in die Schule und meine Frau hatte die glorreiche Idee für die Kleine, weil sie unbedingt Sexy Shrimps haben möchte, ein Amatus XS zu kaufen, damit sie was fürs Zimmer hat, vielleicht für den Schreibtisch. Da war ich aber nicht ganz mit einverstanden, nicht weil das Becken jetzt blöd ist, sondern einfach, weil ich immer wieder merke, dass meine Frau und auch meine Tochter andere Tiere haben wollen in unserem jetzigen 300 Liter Becken. So, wo wir dann aber wieder an den Punkt kommen, dass nur weil die jetzt ein 8-Liter-Becken da stehen hat, kann die noch lange nicht all das da reinpacken, was sie gerne hätte. Ja, es geht ja eigentlich tatsächlich, damit es pflegeleicht bleibt, so wie ich es im Moment habe. Kann ich mal kurz einblenden. Den Hafenbecken-Style, also sprich wirklich ganz, ganz einfache Sachen rein. Xenien, Scheibenanemonen, einfache Akkadastren. Sieht vielleicht auch alles schön aus, das ist auch alles Geschmackssache, aber ich kenne meine Mädels und meine Mädels wissen auch selber, dass die mit dem, was man da reinpacken kann, nicht glücklich werden würde. So, dann hatten wir dann nach einem, darüber nachgedacht, quasi nochmal einen Cube zu kaufen. So, ich weiß nicht, was, so 100 bis 150 Liter, dann eben mit Wasserwechsel bedienen das Becken und dann ist auch gut. So, dann haben wir die Tage wieder mal eine Teilung der Anemone gehabt. Er füttert sie ja, er mästet sie. Ist ja auch alles gut, hat auch alles gut gegangen. Die hat sich dann in der Nacht schon eine neue Stelle gesucht. Und die haben wir dann zu unserer Claudia gebracht, die Anemonenfische, die Nemos halt züchtet und die kann damit halt immer viel anfangen. Und dann kam wieder das Thema auf, kommt ein neues Becken für die Mädels, möchten sie eine Anemone und dann auch wieder Nemos haben. So, und das bekommst du in so einem Becken nicht gehandelt. So, und dann packst du die da Tiere rein. Klar, die kann da vielleicht auch jetzt zu Hause suchen, aber die hat dann noch mehr Probleme drin, wenn die ausbüchst, wie in den Großen. Ja, und dann kam dann wieder meine Frau. Sollen wir dann nicht einfach ein größeres Becken nehmen? Ja. Er hat da ja auch so eine schöne Wand stehen. Also, Platz dafür ist da. Die Möglichkeit besteht. Na? So. So, und weiter gehen wir jetzt erstmal nicht darauf ein. Das ist auf jeden Fall erstmal Stand der Dinge. Es wird geplant, es wird geschaut. Und was gemacht wird, das kriegen wir später. Richtig. Aber das, was Größeres kommen soll, steht erstmal im Raum. Das heißt, wir hätten auch passende Ausrüstung dafür. Das ist schon mal. Denn wenn was Neues kommt, müsste theoretisch noch eine Strömungspumpe her. Und das Schlimme ist, der hat ja schon wieder fast alles. Ne? Eine Lampe dazu, eine Strömungspumpe dazu, eine Dreheinheit von der Ocean Motion dazu und dann noch ein bisschen Gestein. Aber ansonsten, so, jetzt muss man hier ein kleines bisschen aufpassen. Sauber nach oben weg. Also ich bin erstaunt, wie eigentlich recht sauber das Ganze hier aussieht. Also es ist überall ein gewisser Film drauf, ja. Aber macht, Moment mal, jetzt, da kommt jetzt vielleicht mein Laie raus, aber macht es nicht auch unglaublich viel aus, dass da kein Sand drin ist in dem Becken? Sand ist schon wieder ein anderer Faktor. Ja, aber ich meine einfach gerade, dass es halt jetzt nicht so mit Steinchen voll ist, wie man. Nee, nicht ein Steinchen. Es geht sich generell um den Belag, der sich hier jetzt tatsächlich drauf abgesetzt hat. Weil, nehmen wir jetzt mal hier den Blasenverteiler. Mein Blasenverteiler hat jetzt nicht diese Tubes hier dran an meinem Abschäumer, sondern ist eine flache Platte und sind überall kleine Löcher drin. Ich habe auch einen viel cooleren Abschäumer als du. Ohne Worte. Der war bei mir. Der war bei mir hier. Ich sag mal, war das eine dunkelbraune Fläche und nicht so ein komisches helles Zeug, was du hier hast, ja? Ganz komisch, also. Das ist eine ganz andere Patina, die hier auf dem Abschäumer generell drauf ist, als wie tatsächlich bei mir auf dem Abschäumer. Das ist also, vielleicht liegt es generell daran, weil ich auch mehr Fisch drin habe, dass da mehr
mehr Abfall rausgeholt wird. Aber alles in allem ist es wirklich, ja, der hätte auch noch locker mindestens ein halbes Jahr nochmal weiterlaufen können, ohne dass man den jetzt großartig hätte reinigen müssen. Ja, zu meiner Schande habe ich das aber auch in den letzten, also in dem letzten Jahr in Betracht gezogen. Wenn das Ding läuft, und ich sag mal, man guckt rein und ja, tut's doch soweit. Das ist ähnlich wie bei, ich sag mal, ähnlich wie mit deinem Phosphat. Hast reingeguckt, ja, sieht gut aus, passt. Ja. Warum sollte man was verändern? So tue ich es mit meinem Abschäumer im Endeffekt auch. Also, von daher, alles gut. Aber so wie er jetzt aussieht, in dem Zustand, jetzt, wie er jetzt ist, kann man sich tatsächlich nicht genug beschweren. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Schnitt, machen die Büchse sauber, ja, soweit wie es geht, also grob reinigen. Wir machen den jetzt nicht auf Fabrik neu, weil wir wollen noch nicht zu viel rausholen. Spielt das eine Rolle? Der braucht jetzt nach dem Reinigen, nach der Grundreinigung, braucht er wieder eine Zeit lang, um vernünftig einzulaufen. Okay. Ja, der wird wahrscheinlich nur ein paar Mikroblasen wieder rausschmeißen nach dem Reinigen. Das ist normal. Das macht jeder Abschäumer. Hat meiner auch gemacht jetzt neulich. Wir werden, ich sag jetzt mal, Läufe und Pumpe uns nicht so sehr vornehmen, weil das passt von der Akustik her, ja? Ja, dann machen wir nur das Gehäuse sauber. Dann machen wir nur das Gehäuse sauber, weil das passt hier definitiv. Na, gehst du unten rein? Und ich denke, es ist auch tatsächlich hilfreich, wenn man einen Abschäumer kauft oder... Ich beziehe das jetzt einfach nur mal auf einen Abschäumer, dass man auch wirklich die Anleitung durchliest und wie das Ding zusammengebaut wird. Denn da hatten wir dann zu Anfang, als ich den nämlich mal hier da auseinandergebaut hatte und wieder zusammengebaut habe, ist es schon ratsam, mal in die Anleitung reinzugucken, denn der Blasenverteiler, der hat ja auch eine spezielle Position, die der haben muss. Richtig. Na? Und ich hatte den eingebaut und hatte dann Daniel angerufen, weil der ja so laut war. Dann kam der ja ans Gehäuse. Richtig. Na? Da war hier die Platte war nicht richtig ausgerichtet, die kam hier ans Gehäuse. Also die muss, da werden wir nachher nochmal genau drauf eingehen, was bei dem Abschäumer zu beachten ist, damit das auch wirklich alles hundertprozentig, ich sag mal, geräuscharm vonstatten geht. Gut, machen wir kurz einen Schnitt. Ja. Bis gleich. So, sauber ist es. Hex, Hex, genau. Er wurde gereinigt. Sagen wir es mal so. Was ist ich habe nur, hab nur mit der Duschbrause einmal durchgespült mit einem... war also nichts Großartiges, nein, was man jetzt mit der Bürste... Mit Putzschwamm. Mal kurz durchgegangen, angelöst. Ja, und die Luft... ja, der Blasenverteiler. Da sollte man dann vielleicht mal kurz mit dem Wattestocher durchgehen. Da haben wir dann hier drin, innen drin Ablagerungen gehabt. Das haben wir kein Vorher-Nachher-Bild gemacht. Schlechtes Video, ganz schlecht vorbereitet hier der Typ. Da mal kurz durchgehen, weil das ist im Endeffekt auch essentiell. Wenn die, ich sag mal, Durchgänge nicht hundertprozentig sauber sind, dann kann auch der Sauerstoff da nicht durch, also sprich die Luft, die Bläschen da nicht vernünftig durch. Und dann haben wir natürlich auch eingeschränkte Reaktion oben. Also sprich, es muss im Endeffekt alles tatsächlich mal überprüft werden, mal gereinigt werden. Auch hier... das Nadelrad sollte überprüft werden, ob jetzt hier innen drin Ablagerungen drin sind, ob sich was reingesetzt hat. Hier war gar nichts drin. Also heißt im Endeffekt, wir haben auch im Technikbecken alles richtig gemacht. Da ist also nichts an groben Dreck reingekommen, da ist nichts an Schnecken oder sonst irgendwas reingekommen. Nee, ich filter ja doppelt vorher mit Watte und alle paar Wochen habe ich mir ja auch noch, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, diese Säuberungspumpe. Ja. Die habe ich mir auch noch gekauft. Ja, das ist so eine Absaugpumpe, die setzt man auf den Beckenrand. Ja. Damit saugst du den Dreck ab. Blende ich mal kurz mit ein, ich weiß, was er meint. Also sprich den Staubsauger fürs Technikbecken. Ja, genau. Was mir jetzt gerade einfiel, was man, da das ja Meerwasser für Anfänger ist und eigentlich ja schön wäre, wenn das viele Leute sich angucken, die starten oder selber noch so frisch dabei sind. Ich kann mich an die Situation erinnern, wo ich den Topf sauber gemacht habe. Und das Erste, was man ja lernt, Leitungswasser hat im Salzwasser nichts zu suchen. Theoretisch schon, ja. Na? Und wo ich ja so Bammel hatte, weil ein bisschen, ne, hier im Schlauch war, in dem Ablaufschlauch von dem Topf war Wasser drin. Da habe ich mich ja so ein bisschen bang gemacht, weil das Wasser ist mir nämlich, als ich den Staupen abgezogen habe, ins Becken gelaufen. Da muss man jetzt aber im Endeffekt auch sagen, da kommt es dann aufs Gesamtvolumen des Beckens an. Ne?
Also wenn du jetzt ein 500-Liter-Becken da stehen hast und da kommt Tröpfchen rein, ja. Ich habe jetzt im Endeffekt in meiner letzten ICP habe ich auch einen erhöhten Silikatwert drin gehabt. Wo kommt der her? Aus dem Leitungswasser. Ja. Ja, worauf ich hinaus möchte, ist, dass man einfach da jetzt nicht bange vor sein sollte, dass man das genau dann eben mit Leitungswasser sauber macht. Denn tatsächlich, natürlich kannst du hingehen, das nochmal komplett abtrocknen und dann im trockenen Zustand. Man kann es auch übertreiben, genau. Ja, aber Silikat hat im Salzwasser nichts zu suchen. Schon, doch, aber in unserem Salzwasser nicht. Ja. Wir wollen es nicht, weil es Algen fördert und genau. Diese Algen, da ernähren sich wieder Planarien von. Dann haben wir schon wieder eine Plage, wo man Fisch gegen einsetzen müssen, was in so einem kleinen Becken problematisch ist. So, worauf zu achten ist beim Wiederzusammensetzen A, dass die Lager hier auf Position sind, weil die kann man nämlich rausdrücken. Und wenn die nicht richtig eingepresst sind, dann haben wir eine Akustik. Ja, wenn die also ein Stückchen runterstehen, das Ding da draufgesetzt, so wie es jetzt hier zum Beispiel aussieht, ja, dann geht dieser Läufer hin und schlägt unten und oben während des Betriebs gegen diese Lager. Und das hört man, das wollen wir nicht. Das hört sich auch nicht schön an. Nee, also immer darauf achten, dass die Lager richtig eingepresst sind. Dann haben wir hier eine wunderschöne Schraube, die fast genauso lang ist. Und mit der können wir nicht da rein. Müssen wir mit dem Finger da unten einmal runterpressen und dann passt das. Also das untere Lager muss auch vernünftig eingepresst sein. Auch nach dem Reinigen immer kontrollieren. Jetzt hatte ich eben auch schon, jetzt habe ich ein bisschen mehr Grip. So, ja, vorsichtig einsetzen, nicht einfach runterklacken lassen. Das könnte nämlich sein, dass dann hier oben oder unten die Achse beschädigt wird. Und auch das Aufsetzen des Deckels hier auch schön sauber von oben, nicht verkanten, draufsetzen, dass der hier wieder sauber abschließt, dass die Achse hier oben zu sehen ist und dann einfach den Sicherungsring drauf. Na. Please hold the line, falsch rum, so rum. Dann ist die Pumpe schon wieder einsatzbereit. Und dann können wir die auch wieder auf die Grundplatte setzen, auf der Grundplatte darauf achten, dass die beiden Stifte hier immer nach innen zeigen. Da ist die Aussparung fürs Kabel. Pumpe einfach draufsetzen, links drücken, rechts eindrücken und die beiden Schrauben wieder festziehen. Also um das mal in Worte zu fassen, das ist auch gar nicht kompliziert, das Teil auseinander zu bauen. Das ist sogar eigentlich selbsterklärend. Der ist einfach nur zu faul gewesen bisher. Deshalb mache ich das jetzt. Nein, so schlimm ist es nicht. Es ist schlimmer. Aber tatsächlich ist es wirklich einfach zu handhaben. Ne? Ja. Aber da, worüber wir gerade eben halt gesprochen haben, Kunststoffschrauben. Ein Augenblick. So, hochwichtiger Anruf von meinem Telefonanbieter. Nein, so schlimm war es nicht, es war schlimmer. Gut, wo waren wir? Beim einfachen Zusammenbauen. Also eigentlich ist das Ganze selbsterklärend. Wir waren, ja, selbsterklärend, aber wichtig ist zu beachten, eben Kunststoffschrauben. Ja, wir haben zur Befestigung der einzelnen Teile bis auf den Body haben wir überall Kunststoffschrauben. Diese Kunststoffschrauben sind mit Vorsicht zu genießen. Ich bin so ein Patient, nach fest kommt lose. Ne? Genau, das ist ähnlich wie beim Thorsten auch. Der kann das auch. Also, der hat aber zumindest jetzt einen Abschrauber gekriegt, wo er Ersatzteile dabei hatte. Ich weiß gar nicht, waren hier Ersatzschrauben dabei? Nee, ne? Nee, eigentlich nicht. Aka, da müsst ihr dran arbeiten. Aber ich bin halt so ein Grobmotoriker. Ich bin so jemand, der muss das wissen. Dem muss das auch nochmal gesagt werden. Ja, Wissen ist Macht. Nichts wissen macht hier dann doch was. So. Und jetzt haben wir hier im Endeffekt wieder die Problematik, wo wir nochmal darauf hinweisen wollten. Diese Scheibe hier muss sauber mittig ausgerichtet sein, damit die nicht ans Gehäuse kommt. Weil sobald die ans Gehäuse kommt und da Kontakt hat während dem laufenden Betrieb, rappelt das und erzeugt eine Akustik. Ein 60er-Jahre-Kühlschrank. Ja, genau. So rum ist mal. Dann haben wir hinten die Kabelführung, da müssen wir auch darauf achten, dass es sauber drin liegt. Und jetzt gucken wir erstmal und stellen fest, hier an der Seite, das versuche ich jetzt mal einzublenden, haben wir Kontakt. Da ist eine Linie am, ja, auch für dich zum Gucken. Ja. Siehst du so? Da haben wir Kontakt mit der Platte zum Gehäuse. Das darf nicht sein. Das heißt, ich musste die Platte ein Stückchen ausrichten.
Die muss quasi einfach freischwebend sein. Genau. Darf keinen Kontakt zum Gehäuse haben. Jetzt passt. Wir haben da noch ein bisschen. Ist noch nicht hundertprozentig. Ich denke, ich werde das hier auch noch mal kurz, wenn wir das jetzt haben, noch mal kurz auseinandernehmen und die Schraube noch mal genau noch mal nachziehen. Nein, nein. Hier. Ja. Ich habe es doch gerade noch rübergesetzt. Weil ein bisschen zu weit das Ganze und dann haben wir schon auf der anderen Seite wieder Kontakt. Aber jetzt wäre es richtig. So, jetzt ziehe ich aber nochmal die Schraube nach, damit das auch im laufenden Betrieb sich nicht verdrehen kann. Also sprich die Befestigungsschraube, die die Platte hält. Jene welche hier. Da können wir mit der her. Ja, nach fest kommt ab bei den Kunststoffschrauben. Kleines bisschen Fummelei. Nur ein bisschen. Na, geh rein. So. Und hier müssen wir auch darauf achten, dass dieser Kanal hier hinten, wo keine Tubes sind, dass der frei ist und nach hinten zeigt und nicht nach vorne. Das ist im Prinzip dafür da, weil wir hier hinten auch den Auslass haben. Und je weniger Blasen hier hinten dann tatsächlich sind, umso weniger können dann anschließend unten durch den Auslass wieder raus. So, nochmal überprüfen, ob der Typ ja das richtig gemacht hat. Platz hat. Hat Platz und wir können schrauben. Einmal den Aufsatz wechseln. Und dann können die Titanschrauben wieder an ihre Position. Noch nicht so hundertprozentig festziehen. Erstmal nur leicht, damit wir das Ganze noch gegebenenfalls vermitteln können. Vorteil ist natürlich, wenn es Titanschrauben sind, die können nicht abreißen. Wie hast du eigentlich das mit der Luftzufuhr geregelt? Hast du die komplett aufgehabt oder hast du die? Nee, ich habe die auf minimal stehen. Auf minimal? Ja, also das ist. Also ich sage, ich übertreibe jetzt vielleicht, aber für mich ist das ist schon ein Monster für mein Becken. Insbesondere unten der Technikbecken. Und das sieht man auch ganz krass daran, was der für ein Volumen zieht. Hm. Sobald man den aus- bzw. eben anschaltet, der Wasserstand, also das sind bestimmt, also bis hier oben mit der Umluft und so weiter, sind das bestimmt 4 Liter, ja, die der sich in das Gehäuse reinzieht. Hm. Und wenn ich dem natürlich jetzt Vollgas Sauerstoff gebe, der kocht sofort über. Mhm. Also der ist schon sehr empfindlich. Also du kannst den auch super empfindlich einstellen. Ja, ich sehe es gerade. Wir haben hier oben. Die Luftzufuhr ist schon auf minimal gestellt. Ne? Und der, wie gesagt, der macht seine Arbeit. Und das zeigt mir halt auch immer wieder, klar, er macht sauber und er zieht auch Eiweiße raus. Ist alles gut, aber eben. Ja, wenn er zu viel ziehen würde, dann wirst du ständig auch nur nachkippen. Ja. So, Schläuchlein wieder drauf. Da darf man auch nicht vergessen mit dem Zusatzanschluss für die, was ist das nochmal? Fürs Ozon. Fürs Ozon, genau. Der ist schon alles vorgefertigt für, das ist, finde ich, gut. Dass auch nicht jeder Abschäumer hat. Richtig, bei einigen Firmen muss man dann halt, wenn man dann Ozon einsetzen möchte, muss man dann halt eine Düse nachkaufen. Aber ja, das sind dann jetzt Kleinigkeiten, das sind dann Peanuts, worüber wir reden. Wenn man sich dann dazu entscheidet. Ja, aber alles in allem, wie lässt er sich mit dem Wasserstand regulieren? Was meinst du? Die Wasserstandsregulierung im Abschäumer selber ist ja, die hat, nein, Quatsch. Wir hatten, vielleicht machen wir den Topf noch eben drauf. Yep. Wir hatten zu Anfang, hat man dann eben geguckt, wie passt man es jetzt am besten an. Mhm. Und ich stelle tatsächlich den Wasserstand, beziehungsweise der Wasserstand, der richtige Wasserstand, das steht ja hier ungefähr. Und stell dann quasi die Schaumhöhe quasi bündig mit dem Flansch hier. Mhm. So. Und ja, dann sammelt er eben an und schiebt er halt drüber.
Und das ist das, was ich meine, dass er so fein, so feinfühlig ist. Gehst du nur ein Stück höher, da fängt er schon an überzukochen. Da hast du quasi abends schon alles mit Wasser voll. Also bist du im Prinzip mit der Luftregulierung, mit der Wasserstandsregulierung, hast du so ein kleines bisschen gespielt, bist du so ein Zwischending. Das ist ja von Becken zu Becken ist es ja unterschiedlich. Mhm. Das Ding hat auf jeden Fall Power und Dampf. Wie gesagt, der ist ja leider in der Situation etwas überdimensioniert, aber der macht eben auf minimalster Stufe absolut seine Arbeit. Und wie gesagt, von der Lautstärke tipptopp. Ja, wir haben dann gleich für so einen Dulli wie mich auch super zu bedienen, der ja noch nie wirklich mit Abschäumern gearbeitet hat. Möchtest du das Mikro da mal da rein? Alles gut, nee. Ja, Wasser muss ich nochmal nachfüllen. Da ist definitiv, hatte was gefehlt. Ich zeige euch auch nachher warum. Aber ansonsten alles gut. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, ist es halt auch einfach zu handeln. Jo. Ne, der macht seine Arbeit, der ist still. Genau das, worauf wir ja in erster Linie hinaus wollten. Ich wollte einen leisen Abschäumer haben. Und auf der anderen Seite, gut, man sieht ihn ja jetzt natürlich und der sieht ja auch noch ein bisschen geil aus. Wenn man natürlich sein Technikbecken und das untere Abteil dann noch ein bisschen verschönert, ist das auch noch so ein Eyecatcher. Ich bin zum Beispiel ein Fan von Blau, ich mag's. Kann man ja auch mal so drauf hinweisen, ich find's cool. Gibt zum Beispiel andere Marken, die finde ich, so neu die auch sind, die sehen aus wie aus den 80ern, weiß ich nicht. Aber es gibt ja natürlich auch viele Leute, die auch unglaublich viel Geld da reinbuttern, dass sie ein geiles Technikbecken haben. Ne? Dann bringt es ja nichts, wenn ich dann einen Abschäumer drin habe, der aussieht, als wäre der noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Richtig. Ne? Ja, man kann überall viel Geld versenken. Das ist ja. Aber ich sag jetzt mal, der Abschäumer ist preis-leistungstechnisch ist ja definitiv okay. Hm. Wenn man überlegt, der alte Abschäumer, den wir da vorhatten, der war ja in der Gesamthöhe, war der ja gerade mal bis hierhin in der Gesamthöhe. Richtig, ne? Ja. Also. Ja, der hat dann, dadurch, dass es halt einer ist, der weitaus mehr kann, braucht er natürlich auch ein größeres Reaktionsrohr. Da muss mehr Wasser durch, also volumentechnisch eigentlich mehr Wasser durchgegangen, muss da durchgehen. Von daher. Und das Schöne ist halt auch, wenn jetzt was Neues kommt, ist der halt auch absolut prädestiniert dafür, noch ein größeres Becken zu fahren. Das war das, warum ich mit Arca darüber gesprochen habe. Ja. Tu mir lieber den größeren, wer weiß, was kommt. Und siehste, jetzt brauchst du noch nicht mal einen neuen Abschäumer, kannst ihn einfach in das neue Becken, was dann irgendwann demnächst mal kommen wird, dauert noch. Also können wir den ohne Probleme übernehmen. Ja, ich würde sagen, wir setzen das Ding mal ein, schmeißen ihn wieder an, stellen wieder ein und dann hören wir uns den mal an. Ja. Möchtest du das Mikro da mal da rein? Alles gut, nee. Ja, Leute, ich habe ihn gerade noch mal kurz eingeblendet, wie er dann jetzt wieder läuft. Natürlich, wenn er jetzt gerade frisch gereinigt ist, braucht er jetzt mal wieder, ich sag mal, eine halbe, dreiviertel Stunde, bis er wieder festen Schaum aufbaut. Ich muss ja auch erstmal den Film aufbauen, oder nicht? Ja, sicher. Hm. Das dauert dann wieder ein bisschen, bis er jetzt wieder alles vernünftig eingespielt ist. Aber alles in allem, ihr habt es gehört, man hört ihn kaum. Also es ist ein gewisses Grundrauschen da. Das ist einmal so das Saugeräusch vom. Es gibt, glaube ich, es kann gar kein Aquarium geben, was. Nein. Selbst, ich sage mal, den ich habe, ich sage mal, der preisklassisch ein bisschen höher ist, selbst den hört man beim Sven, der hat den großen Bubble großen Royal Exklusiv da drin. Selbst der, den hört man von den Luftansaugsgeräuschen. Das ist normal. Ja? Also vollkommen geräuschlos gibt es nicht. Außer. Man hat ihn woanders stehen, dann hört man natürlich nicht. Aber alles in allem, Preis-Leistung. Ja, absolut. Ich finde es bombastisch. Ich finde das Ding geil. Sieht gut aus, macht seine Arbeit. Würde ich auch sagen. Und wie gesagt, dafür, wofür er ja gekommen ist, erfüllt er absolut seinen Zweck. Das einzige Manko, das ist der einzige Negativpunkt, den ich diesen Abschäumer allerdings geben muss, ist die Pumpe. Es ist eine 220-Volt-Pumpe. Ja, okay. Ja, es geht sich jetzt nicht um die Leistung oder ums Einstellen, sondern generell, ich sag's mal, um Niedervolt im Becken selber, im Technikbecken. Weil wir versuchen ja mittlerweile alles Mögliche runter auf die Niedervolt runterzubrechen. Keine 220 Volt Sachen mehr, außer vielleicht einen Heizstab auf der Basis laufen zu lassen. Das wäre schön, wenn wir da auch noch ein Stellrädchen hätten.
Aber okay, so wie er jetzt konfiguriert ist, funktioniert er. Er läuft, er ist leise, er holt genug raus, lässt sich gut zusammensetzen und wieder reinigen. Also alles in allem kann man sagen, der macht sein Ding. Genau. Ja. Gleichzeitig haben wir euch noch einen kleinen Ausblick gegeben, was irgendwann demnächst dann vielleicht hier dann mal Phase ist. Ja, wenn ich dann mit dem Thorsten fertig bin, mache ich dann bei dir wieder weiter. Ja, dann würde ich sagen, hast du noch was? Nee. Nö, wa? Aktuell nicht, weil das Becken läuft. Klar, hier und da so ein paar Problemchen, die man eben ohne gewisse Tiere dann doch in den Griff bekommen muss. Aber wie gesagt, die letzten Male ja auch schon erwähnt, das wäre Jammern auf hohem Niveau. Ja, ne? Ist es definitiv. Von daher, alles steht. Ich denke, das sieht man vielleicht auch. Wir werden gleich nochmal das Becken fliegen und dann passt das. Ja. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Däumchen nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.